Hallo, ich bin Annika Grenz, ich bin 35 Jahre alt, stolze Mama von 3 Kindern mit 8, 6 und 2 Jahre alt. Ich bin Physiotherapeutin von Beruf und Mama-Ita-Trainerin. Mama-Ita-Training ist das Ganzkörpertraining für die junge Mama. Wir arbeiten an einer funktionellen und physiologischen Haltung und straffen dabei einfach auch noch unseren Körper, haben viel Spaß zusammen beim Training und schwitzen ordentlich. So, es geht weiter auf den Boden. Ich habe mir eine kleine Hilfe zur Hand genommen, unsere Stoppuhr. Unsere erste Übung ist der Unterarmstütz, der trainiert unseren Transversus Abdominis. Das ist der Muskel, der den kompletten Bauchraum nach vorne zumacht und uns einfach stabil hält. Stütz auf die Unterarme, Schultergelenk stützt über Ellenbogengelenk, die Fußspitzen sind aufgestellt und etwa hüftbreit. Nehmen die Knie von der Unterlage und wir halten den Unterarmstütz eine Minute. Dabei bleibst du rund in der Brustwirbelsäule, lässt deinen Po tief, atme gleichmäßig und wenn er jetzt den Po immer so ein bisschen zusammenkneift, kann der gar nicht nach unten durchfallen. Alles, was nach unten durchfällt, öffnet den Bauchraum nach vorne und genau das wollen wir nicht. Wir wollen den Bauchraum nach vorne schwachen. Wer möchte, darf in der Position vor und zurück gehen. Diese Bewegung geht rein aus dem Sprunggelenk raus und der Oberkörper bleibt ganz stabil. Und wer dem Ganzen noch eine Schippe draufhängen möchte, geht rechts und links im Wechsel. Rechts und links im Wechsel. Mach so, wie du kannst. Ganz wichtig ist, nie die Luft anhalten. Und wir haben die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Wir gehen weiter auf den Bauch. Stoppuhr hat erstmal Pause. Leg dich auf den Bauch, stell auch hier deine Fußspitzen auf. Beine stehen hüftfrei. Streck deine Knie. Wir nehmen die Arme in U-Halte, das heißt Ellenbogen und Schultergelenk sind 90 Grad angewinkelt. Heb die Arme von der Unterlage ab. Heb auch deinen Oberkörper und deinen Kopf ab. Blickrichtung immer nach unten auf die Matte, dass ihr eine lange Halswirbelsäule habt. Und wir gehen in der Position klein hoch tief. Klein hoch tief, heb mal nur den Oberkörper ab. Schau immer auf die Matte. Dreh den Daumen nach oben zur Decke. Und wir ziehen nach oben. Noch viermal gemeinsam. Dreimal. Zweimal. Halte mal oben, heb mal deine Beine noch dazu ab. Deine Knie sind gestreckt, die Ferse guckt zur Decke, die Daumen guckt zur Decke und wir ziehen auch hier nochmal, klein hoch tief. Wir ziehen am Bewegungsende, das heißt ganz weit oben, machen wir eine kleine hoch tief Bewegung. Schleuder bitte nicht, zieh gleichmäßig, kontrolliert. Dreimal, zweimal. Einmal halte deinen Oberkörper, streck mal deine Arme nach vorne, wir nehmen sie gestreckt zum Körper und wieder hoch, zum Körper und wieder hoch. Blickrichtung immer nach unten auf die Matte, lange Halswirbelsäule, die Knie sind gestreckt, deine Arme arbeiten auch gestreckt und kontrolliert, dreimal zum Körper, zweimal zum Körper. Und jetzt halte mal die Arme hinten, die Fingerspitzen schauen zur Ferse und wir machen in der Position kleine Hackbewegungen mit den Beinen. Die Bewegung geht aus der Hüfte raus, die Knie bleiben gestreckt und wir arbeiten. 5, 4, 3, 2, 1 und langsam locker. Leg den Oberkörper ab, wer braucht, schüttelt das Becken ein bisschen und entspannt dadurch die Lendenwirbelsäule. Wir gehen weiter in Unterarmstütz auf den Knien, Vierfüßlerstand im Unterarm, auf die Knie, auf die Ellenbogen, Schultergelenk stützt über Ellenbogengelenk. Ich mag diese Position ganz gerne, weil sie den Beckenboden entlastet. Wir nehmen das rechte Bein gebeugt nach oben, die Ferse schaut zur Decke und schieb mal dein rechtes Bein hoch tief zur Decke. Achte darauf, dass du nicht deinen Bauch nach unten durchhängst. Die Bewegung darf in der Lendenwirbelsäule ankommen, ja, aber wir forcieren kein Hohlkreuz. Wir schieben langsam und gleichmäßig hoch tief. Viermal, dreimal,
dreimal. Halte dein Bein oben. Streck mal dein Knie jetzt. Die Fußspitzen schauen zum Boden. Die Ferse zur Decke. Wir gehen auch hier gestreckt hoch, tief. Kleine Bewegung am Bewegungsende. Weit oben. Hier unten habt ihr keine Anspannung. Ganz weit oben das Bein. Dreimal. Zweimal. Halte dein Bein oben. Beug dein Knie. Wir gehen mit dem Bein nach unten und direkt zur Seite. Es wird nicht abgestellt. Spreiz dein Bein zur Seite ab. Zur Seite. Diesmal machen wir eine große Bewegung von ganz unten bis weit nach oben. Nimm dein Knie mit. Nimm deinen Unterschenkel mit. Wir spreizen dreimal. Zweimal. Halte oben. Halte. Drei, zwei, eins. Abstellen das Bein. Und ihr braucht, klopft ein bisschen. Wir gehen weiter auf die Hand. Bevor wir auf das andere Bein wechseln, auf die andere Seite, machen wir ein paar Liegestütze. Bleibt auf den Knien. Ob ihr die Füße schließt oder ob ihr sie kreuzt, das macht ihr so, wie es euch bequem ist. Ganz wichtig, auch wieder hier den Unterbauch. Du musst nicht den Bauchnabel einziehen. Du musst deinen Unterbauch kurz machen. Das heißt, der Bereich zwischen Bauchnabel und Schambein, der spannt an, deine Unterbauchmuskulatur. Du machst deine Rippen schmal. Und wir gehen in die Liegestütze. Liegestütze und wieder hoch. Liegestütze und wieder hoch. Die Nasenspitze darf den Boden berühren. Und du kommst mit deinem ganzen Körper nach unten. Den Po nicht nach oben schieben, wenn du hochkommst. Wenn du hochkommst, bleibst du auf deiner Hand. Liegestütz. Noch viermal. Noch dreimal. Zweimal. Einmal. Und wir gehen direkt weiter auf die Unterarme. Auf die Knie. Und gehen jetzt ans andere Bein. Schultergelenk stützt über Ellenbogengelenk. Nimm dein anderes Bein nach oben. Wir starten gebeugt hoch, tief. Wieder eine kleine Bewegung am Bewegungsende. Schieb die Ferse hoch zur Decke. Ihr spürt die Bewegung, die Anspannung im Po, in der Oberschenkelrückseite, vielleicht sogar im unteren Rücken. Dreimal. Zweimal. Halte oben, streck dein Knie, Fußspitzen drehen wieder zum Boden und dann gehen wir auch hier klein hoch tief. Klein hoch tief, die Ferse zieht zur Decke, hebt das Bein gestreckt an, eine kleine Bewegung am Bewegungsende. Noch vier, drei, zwei, halt dein Bein gestreckt, wir beugen das Knie, gehen zur Seite, von unten. Seitlich abspreizen. Seitlich abspreizen. Nimm dein Knie und deinen Unterschenkel mit. Große Bewegung bis ans Bewegungsende. Viermal. Dreimal. Zweimal. Und halte oben. Halte ganz weit oben. Drei, zwei, eins. Und langsam locker lassen. Gleich wieder auf die Hand. Wir machen nochmal eine Runde Liegestütz. Die Liegestütze machen nicht nur schöne Arme, sie sind sehr gut für die Brustmuskulatur und natürlich, wenn wir weit nach vorne kommen mit dem Stütz, haben wir wieder unsere Ganzkörperspannung für den Rücken und für den Bauch. Füße macht ihr so, wie ihr könnt, so wie ihr es schafft. Entweder schließt die Beine, kreuzt die Beine, ganz richtig den Po nicht nach hinten schieben. Der Po kommt nach vorne, der Po kommt weg. Den Unterbauch ziehen wir ein. Wir machen bitte 10 gemeinsame Liegestütze. Und 10 und 9 und 8 und 7 und 6 und 5 und 4 und 3, 2 und den letzten halten wir unten. Bleib mal ganz tief und halte mal die Liegestützposition. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, komm wieder hoch und locker lassen. Wir drehen beide in Rückenlage. Einmal auf den Rücken. Die Arme liegen neben dem Körper. Wir nehmen die Beine senkrecht zur Decke hoch. Die Knie sind gestreckt, die Fußspitzen sind angezogen. Wenn es zu doll zieht an der Oberschenkelrückseite, dann dürft ihr so ein bisschen die Beine beugen, so wie ihr es schafft. Wir lassen die Arme.
Arme in ihrem Körper liegen und nehmen mal nur das rechte Bein vor und wieder zurück. Vor und wieder zurück. Allein durch dieses Bein halten nach oben spürt ihr eigentlich schon recht deutlich eure untere Bauchmuskulatur. Der Rücken darf nie weg von der Unterlage. Ihr habt immer Kontakt mit eurer Lendenwirbelsäule und der Unterlage. Dabei atmet ihr gleichmäßig. Und ganz wichtig, lasst den Kopf und lasst die Schultern liegen. Wir arbeiten nicht mit unserem geraden Bauchmuskel, weil der ganz oft nach der Schwangerschaft noch nicht da ist, wo er hingehört. Nämlich nach vorne und geschlossen. Auch oft hat er noch keinen ausreichenden Tonus, keine ausreichende Grundspannung, um unseren Bauchraum wirklich nach vorne abzuschließen. Deshalb trainieren wir ihn erstmal nicht. Wir trainieren unseren Transversus und stabilisieren so den Rumpf nach vorne. Wir sind immer noch beim gleichen Bein, vor und zurück. Noch dreimal. Zweimal. Noch einmal. Halte beide Beine oben und jetzt kommt das andere Bein, vor und zurück. Du gehst so weit nach vorne, dass ihr den Kontakt mit der Unterlage noch halten könnt. Lieber nicht zu weit und dafür kein Hohlkreuz. Das andere Bein arbeitet gleichmäßig vor und zurück. Ihr dürft eure Bewegungsamplitude und eure Geschwindigkeit selber bestimmen. Aber ihr dürft ein bisschen euren Bauch spüren. Dreimal. Zweimal. Einmal. Wir halten die Beine. Beug mal deine Knie. 90 Grad in der Hüfte, 90 Grad im Kniegelenk. Die Arme gehen auf die Seite. Leg beide Beine zur rechten Seite. Beide Beine zur linken Seite. Mach auch hier langsam und gleichmäßig. Und wenn du zurückkommst, muss die ganze Wirbelsäule wieder ihren Kontakt halten. Atme gleichmäßig. Halte nicht die Luft an. Die Zeiten der Pressatmung sind vorbei. Nach der Entbindung deines Kindes, atme gleichmäßig, leg die Beine rechts und links im Wechsel ab. Wir haben hier die schräge Bauchmuskulatur mit dabei. Und dann machen wir noch einmal jede Seite. Und dann darfst du in der Mitte bleiben. Spür nochmal den Kontakt mit der Unterlage. Wir stellen erst das rechte Bein, dann das linke Bein ab. Lass die Beine aufgestellt. Lass deinen Bauch locker, entspann ein bisschen. Der Bauch hat Pause, lass die Arme liegen. Wir machen eine Runde Beckenkippen. Beine stehen hüftbreit. Wir kippen einmal das Becken nach hinten, sodass das Schambein nach vorne kommt. Und lassen wieder locker. Kipp dein Becken nach hinten und locker lassen. Kipp's nach hinten und locker lassen. Das ist keine sehr große Bewegung, aber ihr spürt ganz deutlich, wenn ihr das Becken nach hinten kippt, wie zum einen wieder die Wirbelsäule Kontakt mit der Unterlage hat und wie ihr hier die untere Bauchmuskulatur aktiviert. Und dadurch habt ihr automatisch den Beckenboden mit dabei. Kippt dein Becken noch dreimal, noch zweimal, einmal und locker lassen. Wir drehen uns auf die Seite. Welche Seite du zuerst machst, ganz egal. Wir stützen auf dem Unterarm. Ellenbogengelenk stützt über, Ellenbogengelenk stützt unter Schultergelenk. Den oberen Arm dürft ihr entweder aufstützen oder auflegen. Wir starten mit beiden Beinen gebeugt und bringen die Hüfte nach oben. Wenn das ein bisschen zu wenig ist, darf gerne das obere Bein strecken oder dann sogar beide Beine strecken. So wie ihr es halten könnt, so wie ihr das Ganze schafft. Versucht mal auch hier den Po so ein bisschen zusammenzukneifen. Wir arbeiten jetzt hier mit der schrägen Bauch, mit der seitlichen Bauchmuskulatur und wir halten erstmal die Position. Wer möchte, darf jetzt hier noch so ein bisschen nach oben schieben mit der Hüfte. Kleine Bewegungen hoch-tief. Dabei liegt die Betonung wieder auf oben und nicht auf unten. Wir schieben klein hoch tief. Viermal, drei, zwei und halte oben. Halte mal ganz weit oben. Kneif den Po zusammen. Kontrolliere mal, ob dein Brustbein, dein Bauchnabel und dein Schambein alle in eine Richtung gucken. Nicht nach vorne drehen, nicht nach vorne öffnen. Wir bleiben in der Mitte. Noch vier, drei, zwei, eins und langsam locker lassen. Dreh auf die andere Seite. Schultergelenk geht über Ellenbogengelenk. Gerade Oberkörper, bleib aufrecht, häng nicht nach vorne oder schieb die Brust nach oben zur Decke
hoch mit deiner Hüfte. Weit nach oben kommen, ganz egal welche Beinposition ihr macht, ob jetzt beide Beine gebeugt, ein Bein gestreckt oder sogar beide Beine gestreckt, den Po dürft ihr festlassen und hier oben den Rumpf. Rippen schmal, zusammenziehen und den Unterbauch. Kleine Bewegung hoch tief, auch hier auf dieser Seite. Schiebt die Hüfte hoch tief, atme dabei gleichmäßig. Kleine Bewegungen am Bewegungsende, weit oben. Und dann bleiben wir und halten auch hier oben nochmal. Schiebt die Hüfte weit, noch 4, 3, 2, 1 und langsam locker lassen. So, wir haben eine Übung noch auf dem Boden, bevor der Bodenteil abgeschlossen ist. Lockert euch nochmal ein bisschen, schüttelt eure Schultern, die brauchen wir jetzt nochmal. Unsere Abschlussübung. Brauchen wir wieder die Stoppuhr. Eine Minute wie zu Anfang. Wir stützen auf die Hände und stützen auf die Füße. Wir machen einen Handstütz. Gerader Rücken, Blick nach unten auf die Matte für die lange Halswirbelsäule. Stell deine Fußspitzen auf, die Beine bleiben hüftbreit. Löst die Knie und wir machen eine Minute Handstütz. Schultergelenk geht übers Handgelenk. Den Po nehmt ihr wieder tief, den Po dürft ihr auch zusammenkneifen. Wenn der Po fest ist, dann fällt der Bauch durch oder er hängt nach unten. Wenn der Po fest ist, habt ihr wieder euren Beckenboden mit dabei und auch die untere Bauchmuskulatur. Schiebt rund im Rücken. Wer möchte, darf hier die Knie im Wechsel zum Boden federn. Oder sogar den Fuß von der Unterlage lösen. Und jetzt zieht das Knie bis zur Brust. Noch 20 Sekunden haben wir, das könnt ihr alle noch durchhalten. Wenn die Bauchdecke zu doll spannt, dann schieben wir nach oben in den Bärenstand, um die Bauchdecke zu entspannen. Aber eigentlich bleiben wir flach. Die letzte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Schnauft durch, entspannt ein bisschen, lockert euch. Wir würden jetzt die Kinder anschnallen, das heißt, wer eine Trage hat, darf sich das Kind entweder auf den Bauch oder auf den Rücken setzen. So, wir starten mit Teil 2. Entweder euer Kind sitzt vorne auf dem Bauch oder sitzt hinten auf dem Rücken. Und wenn es gar keine Lust mehr hat, auf der Mama zu sitzen, bei der Mama zu sein, dann bleibt es auf dem Boden und ihr trainiert ohne Kind. Auch das ist kein Problem. Wie ihr hört, ich habe uns ein bisschen Musik gemacht. Ich hoffe, ihr versteht mich und ich hoffe, ihr hört auch so ein bisschen die Musik. Marschier mal mit mir auf die Stelle. Mama Hinter Training Teil 2. Fauste. Wir starten ganz einfach mit dem Fauste. Rechtes Bein geht vor. Noch viermal. Dreimal. Zweimal. Fauste rückwärts. Rück, rück, ran. Rück, rück, ran. Sehr schön. Macht möglichst große Schritte, so wie das dein Wohnzimmer zulässt. Jawohl. Rückwärts. Zwei noch. Und nochmal vorwärts. Vier. Drei, zwei, viermal rückwärts und vier, drei, zwei, wir gehen in Leg Curl auf die Seite. Beate zieht so groß nach oben und die Knie sind immer ein bisschen gebeugt. Sehr schön. Nehmt die Arme mit Spannung. Wir ziehen die Beate bis auf den Po. Immer die Spannung. Rippen rein, Unterbauch kurz. Ganz egal, wo du dein Kind trägst, brauchen wir hier die Stabilität. Lecker. Jawohl, wir machen Double Step Touch. Zur Seite, mit Ferse nach oben. Double Step Touch. Sehr gut. Zweimal noch. Letztes Mal. Und dann bleib mal in der Mitte. Bleib in der Mitte. Wir gehen in Grenzposition. Füße aufeinander. Füße, Knie sind breit. Unterbauch kurz. Wir gehen tief in die Kniebeuge und hoch. Tief in die Kniebeuge. Den Po setzen wir nach hinten unten. Die Rippen bleiben schmal. Die Schulter bleiben unten. Wir gehen noch dreimal tief.
zweimal tief, du hältst unten, bleib mal in der Position. Po zusammenkneifen, dadurch haben wir den Becken wunderbar. Rippen schmal, Daumen nach oben, Mini-Moves, hoch, tief mit den Armen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und aufgelöst. Jawohl, locker dich ein bisschen, schüttel deine Arme, schüttel deine Beine. Wir starten und wir machen einen Schritt nach vorne und kick das Bein. Und Schritt, Kick. Schritt, Kick. Jawohl. Mach einen großen Schritt und kick dein Bein nach vorne. Die Arme sind mit Spannung dabei. Marschier nach vorne. Gut so. Noch viermal. Dreimal. Zweimal. Wir machen Step Touch zur Seite. Und Step Touch. Heb die Beine an. Sehr schön. Wir variieren noch ein bisschen den Step-Touch. Nimm mal dein Knie mit nach oben. Knie hoch. Das geht mit Baby auf dem Bauch. Knie nach oben. Jawohl. Spannung im Rumpf bleibt. Nimm dein Knie hoch. Die letzte. 4, 3, 2. Und es geht nochmal nach vorne. Schritt, Kick. Sehr gut. Schritt, Kick. Gut. Viermal. Dreimal. Zweimal. Und nochmal zur Seite. Step Touch. Knie nach oben. Noch 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und bleib in der Mitte. Bleib in der Mitte. Wir gehen nochmal in die Crouch-Position. Füße, Knie nach außen. Setz dich tief und hoch. Mach die Rippen schmal, den Unterbauch kurz, stabiler Rumpf, die Beine gehen tief nach unten. Dreimal die Kniebeuge, zweimal und du bleibst unten, halt mal in der Position. Rumpf stabil, Unterbauch kurz, wir beugen die Ellenbogen an, Handfläche guckt nach vorne, schieb die Arme hoch und tief, hoch und tief. Lass deine Schultern immer unten, die gehen nicht nach oben. Gerade Rücken, Hinterhaupt schiebt zur Decke, die Arme dreimal, zweimal, einmal, halte mal die Arme, die Beine gehen jetzt mit, hoch und wieder tief, hoch und tief, jawohl, deine Schultern bleiben unten, die Arme und die Beine arbeiten, drück dich nach oben, 4, 3, 2, halte unten, 3, 2, 1, locker die Arme, locker die Beine, wir bleiben nochmal auf der ersten Seite. Verbinde deinen V-Step mit dem Schritt nach vorne. V-Step, 3 noch, 2 noch, 4 mal zurück und 4, 3, 2, wir machen 4, lecker und 1, 2, 3. Double Step Touch jetzt. Und 1, 2, 4, sind mit nach oben. Sehr gut. Zweimal noch. Nimm die Ferse mit. Jawohl. Ein letzter zur Seite. Und jetzt komm nach vorne. Schritt mit Kick. 1, 2, 3. Zur Seite. Step Touch. 1, 2. Wir machen davon 8, 3. 4, 5, 6, 7, von vorne V-Step. 4, 3, 2, rückwärts. 1, 2, 3, jawohl, lecker. 4, Ferse nach oben und den Double. 1, 2, Ferse mit. 3 Stück noch. Bleib im Oberkörper stabil, dass wir unsere Kinder nicht durch die Gegend schaukeln. Letzter Double. Und wir kommen nach vorne. 1 Schritt mit Kick. 4-mal. 3-mal. 2-mal. 8-mal. Step
gute Stelle. Sehr schön. Wir starten. Rechtes Bein geht in Ausfallschritt und ran. Ausfallschritt und ran. Dein Oberkörper bleibt ganz stabil, ganz aufrecht. Setz dein Knie nach hinten viermal. Dreimal. Zweimal. Halte unten. Bleib mal tief in der Position. Aufrechter, ganz gerade Rücken. Wir kommen mit dem Knien hoch und tief. Knien hoch und tief. Schieb dich mit deinem Oberschenkel nach oben. Schieb dich nach oben. Drei. Zwei. Eins. Tief und aufstehen. Andere Seite bitte. Ausfallschritt. Tief nach unten. Stell dein Bein ran. Aufrechter. Gerade Rücken, Schritt nach hinten. Noch viermal. Dreimal. Zweimal. Bleib wieder unten. Bleib tief in der Position. Dein Knie schiebt zum Boden. Dann auf, dein Oberkörper ist ganz gerade und du kommst wieder klein hoch, tief. Klein, tief. Jawohl. Aber immer tief nach unten. Bitte nur nicht umfallen nehmen, ja? Viermal. Dreimal, zweimal, einmal, halte und komm nach oben. Sehr schön. Wir machen einmal die linke Seite. Die linke Seite machen wir komplett. Das heißt mit Fauste und dem Schritt nach vorne und dem Kick. Marschier auf die Stelle. Locker deine Arme, locker deine Beine. Schnauf nochmal ein bisschen durch. Wir starten mit dem Fauste links. Und vor, vor. Drei noch. Zwei noch. Viermal rückwärts. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Mit dem anderen Bein. Zwei noch. Jawohl. Geh in Le Coeur. Und viermal Le Coeur. Dreimal. Zweimal. Double Step Touch. Und eins, zwei, vier, sehr hoch. Drei noch. Double. Zwei noch. Sehr schön. Und der letzte. Komm nach vorne. Ein Schritt mit Kick. Drei. Zwei. Und zur Seite Step Touch. Das Knie geht nach oben. Gut so. Noch sechsmal. Fünfmal. Viermal. Drei. Zwei. Pause. Letzte Runde. Leider war während der letzten Übung der Akku der Kamera leer. Wer Lust auf mehr hat, Mama Ita, wer sich interessiert, ich biete jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr ein Online-Training an. Jeder ist herzlich eingeladen, einfach mal mitzumachen und reinzuschnuppern. Kontaktiert mich, meldet euch bei mir und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Mitmachen und ich hoffe, ihr habt ordentlich geschwitzt.